Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Ich wollte in diesem Part noch einmal gegen... So, erstmal Wacher nehme ich wieder den... Gebe ich wieder den EP-Teiler. Und fürs Erste gebe ich ihm Olga wieder das Glücksei. Fürs Erste, ich will nämlich noch einmal gegen den Erzieher kämpfen. Dann nochmal meine Pokémon durchheilen und dann gehe ich in die Luft, in die Windarena, Luftarena. Und mal gucken, wie wir uns dann gegen Geraldine schlagen. Darf ich dich mal einen Gefallen blitten? Ja, du hast es ja schafft. Ich will kämpfen. Können wir eigentlich die ganze Zeit immer wieder durchziehen? Und so unsere Pokémon leveln. Wäre eigentlich keine gute dumme Idee. Los, Leia! Ja, Leia überleveln wir ein bisschen. Ich könnte natürlich ein Pikulente fangen, aber dann muss ich ja wieder Leia austauschen. Ah. Ich überlege ja immer noch, ob ich meinen Pip austauschen will. Das habt ihr ja schon letzte Woche mitgekriegt. Oder was noch die Woche davor. Ihr habt es auf jeden Fall in den letzten Part mitgekriegt. Und jetzt weiß ich natürlich nicht. Soll ich nicht? Oh, Navitop setzt Scanner ein, wie schön. Jetzt erledigen wir es aber mit Funkensprung. Und an sich, na, wir müssen gleich nicht ins Pokémon Center gehen. Na, okay, doch. Oder? Nein, ich glaube, ich muss zuerst Voluminas. Das muss ja auch noch ein bisschen, also... Mina. Das muss ja auch noch ein bisschen trainiert werden. Weil es am besten, wenn man gegen einen Trainer, also gegen eine Arena-Leiter, zwei Pokémon benutzt. Es ist immer ärgerlich, wenn man verliert, aber gleichzeitig bin ich auch froh darüber, dass meine Pokémon stärker geworden sind. So, dann setze ich jetzt lieber Gnina nach vorne. Und gebe auch Gnina erstmal, weil, komm, Leia ist schon hoch genug gelevelt. Ich muss auch mal langsam dafür sorgen, dass Lucario mal wieder Erfahrung kriegt. Das kommt langsam keine... Muss man noch gucken, was alles schwach ist gegen der Unlicht, ne? So, hier oben ist die Arena von Geraldine. Der Wind ist sehr stark. Und da kommt der Typ wieder. Autsch. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Hier, nimm diese Tafelwasser als Entschädigung. Ja, wir werden hier wieder mit Tafelwasser zugedeckt. Diese Arena ist ein Windkanal. Wenn die Propeller am anderen Ende der Halle auf Hochtouren laufen, erzeugen sie Windböen, die dazu in der Lage sind, arme Tölpel wie mich einfach wegzupusten. Deswegen ist es ratsam, sich rechtzeitig an einer ummauerten Stelle in Sicherheit zu bringen. Oh, und eins noch. Pokémon vom Typ Flug haben jede Menge Schwachstellen. Mit Gestein, Elektro oder Eisattacken liegst du nie falsch. Sollen wir hier sehen? Hier werden wir nicht gewählt. Wenn das passiert, sollten wir auf einer dieser grünen Flächen stehen. Oder an der Wand. Ganz schön steife Brise, was? Das ist ein Sinnbild unserer Stärke und unseres Arena-Leiters. Du bist hier in der Pokémon-Arena, also stell dich zum Pokémon-Kampf. Okay, Pilot Matthias. Und er hat ein Flettiamo. Nicht dieses wunderschöne Pokémon. Und das wird Nina höchstwahrscheinlich fertig machen. Warum mache ich Steinschlag? Nicht Juwelenkraft. Okay, Steinhagel, nicht Steinschlag. Amnesie! Das erhöht, glaube ich, seinen Spezialangriff? Nein, seine Spezialverteidigung. Da muss ich doch wieder Steinhagel benutzen. Wenn sie die ganze Zeit seine Spezialverteidigung erhöht, muss sie natürlich mit physischen Attacken angreifen. Ist ja ganz klar. Und das war Flettiamo. Gut gemacht, Gnina. Gnina erhält spezielle 1400 Erfahrungspunkte. Ganz schön viel Wind haben du und dein Pokémon-Team gemacht. So, hier noch schnell hinrennen. Wie ihr seht, das war ganz schön knapp. Und hier seht ihr einmal, was passiert, wenn man dann nicht in Sicherheit ist. Wie ich gerade, wenn man da zu selbstsicher ist und denkt, man schafft das.
Ach, deswegen hasse ich diese Arena auch, weil man hier immer nur so langsam durchkommt. So, wir stellen uns einfach hier unten hin und sprechen mit dem. Ich bin stolz auf mein Pokémon-Team. Es trotzt jedem Orkan. Toll, dass es jedem Orkan-Gott. Orkan-Gott. Orkan trotzt. Pilot Luther. Oder eigentlich Luther. Und hier kommt Symbolara. Das war das, als die Somnivora eingesetzt wurde, woran ich gedacht habe. Bei Somnivora. Und hier Symbolara. Mann, warum erhöhen die alle ihre Spezialverteidigung? Nur weil sie ahnen, dass ich Spezialattacken benutze? Na egal, der Volltreffer hat Symbolara erledigt. Ich wollte schon Somnivora sagen. Was ist ja kein Somnivora. Bacha ist jetzt Level 29 und versucht Fluch zu erlernen. Ja. Fluch ist zwar immer ganz nett, aber es ist eher so wie eine Opferstrategie und das habe ich mit Bacha irgendwie nicht vor. Gegen dein Team war mein Pokémon-Team nur ein laues Lüftchen. Jetzt werden wir gegen ihn gewählt. Pams! Der Arme! Wird einfach so niedergedrückt von uns. Und jetzt kämpfen wir auch gegen den hier. Rechtsfreie Sicht, linksfreie Sicht, alles klar. Dann heben wir jetzt mal ab. Wir wollen ja hoch hinaus in diesem Kampf. Gut. Ihr wollt hoch hinaus? Pilot Achim und der hat einen Flapterich. Das einzige Pokémon, das ist keine Stein. Das einzige Flug... Nee, nicht das einzige Flug-Pokémon. Aber ein Flug-Pokémon, das keine Steinschwäche hat. Egal, es hat eine Elektroschwäche. Deswegen habe ich ja wohl Ninas überhaupt in meinem Team. Gut gemacht, Nina. Gnina erreicht Level 34. Jetzt kommt ein Phasas noch. Und gegen Phasas noch wieder die Juwelenkraft. Tja, Voluminas, warum schreckst du zurück? Voluminas! Okay, ich soll es mit dem Spitznamen ansprechen. Nina, warum schreckst du zurück? Geht doch. Was ist da eigentlich für so kleine Teile so an sich dran? Ich wollte es euch jetzt gerade mit der Maus zeigen. Dann fällt mir wieder ein, ach, ihr seht das ja gar nicht. Ihr seht ja meine Maus nicht. Jetzt kann ich das natürlich nur beschreiben, weil ich hier keinen Cursor habe, mit dem ich dann euch das zeigen kann. Hat es sich einfach geheilt. So, und jetzt nochmal Juwelenkraft und dann ist Phasasnob erledigt. Ich hätte natürlich auch Steinhagel benutzen können, nur Juwelenkraft hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und Bacha ist Level 30. Bacha hat bald Lucario eingeholt. Es ist ja mal schade, aber da habe ich doch glatt eine Bruchlandung durchlitten. Hier einmal der Wind. Und jetzt kämpfen wir gegen ihn. Manchmal musst du übermütig sein, manchmal wieder ganz vorsichtig. Sonst werden dir die Mechanismen dieser Arena den Weg versperren. Ja, das merken wir. Danke, dass du uns das gesagt hast. Das wollten wir auch unbedingt wissen. Hannes. Und Hannes hat uns Vaters noch. Los, Gnina. Mach das Vatersnob fertig. Juwelenkraft. Verhöhner, war das eine Attacke, wo ich... Nein. Ich wollte gerade sagen, war es eine Attacke, wo ich verwirrt werde? Ich glaube, bei Verhöhner darf ich nichts anderes mehr als diese eine Attacke benutzen, oder? Vergesst das immer. Nö. Ich darf alles, irgendwie alles Mögliche benutzen. Habe ich keine Ahnung mehr, was Verhöhner macht. Verhöhner von... Ach, ich glaube, dann darf ich nur dieses eine Pokémon angreifen. Das kann wiederum sein. Das kann wiederum wirklich sein. Und nochmal Juwelenkraft. Warum nur normal? Das ist mit sehr effektiv. Das ist eine Gesteinsattacke. Danke.
Was habe ich denn dann gerade gemacht? Oder dasselbe? Oder habe ich mich einfach nur verhört? Guckt's mal nach. Ich könnte den Weg nicht versperren. Du bist schon ein unglaublicher Trainer. Guckt ihr es gleich nochmal nach. Ihr könnt jetzt zurückspulen. Ich ja nicht. Um dann nachzugucken, ob das jetzt so war, dass da Verhöhner, wenn ich hier entlang laufe, dann komme ich dann in die Sackgasse und verdammt. Komm, wir wurden sehr weit weggeschossen. Ich warte jetzt erstmal hier. Wir sehen, wir müssen unten entlang. Das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Habe ich aber nicht. Jetzt stelle ich mich wieder hier hin. Jetzt hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Jetzt kämpfen wir gegen ihn. Wenn du gegen mich gewinnst, stehst du hinterher der Arenaleiterin gegenüber. Doch Unaufmerksamkeit ist dein größter Feind. Nimm ja nicht auf die leichte Schulter und konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Ja, ich lasse auf jeden Fall schon Lucario, wird überhaupt keine Hilfe bei der Arenaleiterin sein. Unser Bacher nur bedingt. Weil Lucario ist erstens nur 31. Das ist jetzt gut. Ist ganz so niedrig hierfür. Aber Lucario ist halt ein Kampf-Pokémon. Es hat eine Schwäche gegen Flug-Pokémon. Wow, Picolente lebt sogar noch. Hoffentlich kann Picolente keine Wasserattacken. Nee, benutzt nur Luftschnitt. Die Nina ist echt gut. Ich glaube, ich behalte die Nina. Ah, bisher haut Nina echt rein. Ein Fletiamo. Tiamo. Wow. Nehmen wir einfach Finale. Finale. Wow. Gedankengut. Spezialangriff und Spezialverteidigung wird erhöht. Zum Glück ist Funkensprung eine Nahkampfattacke. Oh, nochmal Funkensprung. Jetzt erhöht es, glaube ich, wieder seine Spezialverteidigung, oder? Ja. Ja. Funkensprung ist immer noch eine Nahkampfattacke. Und es ist paralysiert. Komm, Steinhagel. Und damit haben wir jetzt auch Fletiamo erledigt. Tiamo, Tiamo, Tiamo. Und Bacher ist jetzt auf demselben Level wie Lucario. Was zum? Dabei war ich doch so konzentriert bei der Sache. Und wir werden hier nochmal weggeweht. Wir können jetzt nach hier oben laufen. Wir könnten jetzt gegen sie sprechen. Bringt uns aber nichts. Deswegen machen wir diesen Schnelldurchlauf. Pam, pam, pam. Und einmal aus der Arena raus. Hui! Wir gehen nämlich jetzt eben ins Pokémon Center. Und dann haben wir noch Zeit. Wir machen ja Pokémon eigentlich immer so 20 Minuten anstatt 15 Minuten. Ich hoffe, das kann ich dann, wenn ich mal wieder andere Let's Plays mache, wieder auf 15 Minuten runtertrotten. Ich weiß auch nicht, warum ich Pokémon immer 20 Minuten machen will. Habe ich irgendwie angefangen und jetzt lasse ich es auch dabei. Aber es ist halt so der Vorteil, also bei Spielen, die jetzt, wo nicht ganz so viel passiert und die grafisch relativ gering sind. Da sind 20 bis 30 Minuten auch für mich okay, weil die nicht so riesig werden. Während Pokémon wie beispielsweise, Dead Space, nee. Das ist zu hart für mich. Also da wird das von der Dateigröße einfach zu groß und da kann ich nicht vernünftig hochladen. So, hier wieder warten. Das haben wir ja gelernt, dass uns das da nicht hilft. Und hier warten wir auch. Und dann geht es hier oben weiter bei dem da. Das eine Feld da. Oh, wir hätten auch einfach da geradeaus durchlaufen können. Oh, wir werden weggeweht. Na egal, hier so durch. Schnell, 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 schnell. Gut, hier haben wir es hingeschafft. Wir sind in Sicherheit und jetzt hier entlang. Wir schaffen es nach da oben. Yeah! Gut, wir speichern mal zum Schutz. Ich werde es jetzt bereuen, wenn die Aufnahme gerade nicht läuft. Das wäre nämlich extrem bitter. Ich sollte mal die Safe-Teile
benutzen. Das wäre eine gute Idee. Naja. Gut, ich guck noch mal so ein bisschen meine Pokémon durch. Denen könnte ich noch alles Items geben. Erst einmal, Glücksei brauchen wir jetzt nicht. Stattdessen gebe ich dir Metallmantel vom Typ Stahl. Das bist du eigentlich... Nehme ich erstmal weg. Was bist du eigentlich? Du bist ein... Okay, Gestein Stahl, aber leider hast du keine Stahlattacken. Das ist das Problem. Flinkklaue, damit du... War Flinkklaue zuerst angreifen oder erhöhte Quote? Ich werde mal nachgucken. Und... Weil, nee, eigentlich gebe ich ihm Olga. Ich nehme die auf jeden Fall mal weg. Ich glaube, ich mache das lieber andersrum, dass ich so einen Beutel ausmache. Dann kann ich auch wenigstens mal durchlesen, was die Attacken machen. Und Flinkklaue war die Erstschlagquote. Ich will auf Nummer sicher gehen, dass ihr Molga zuerst angreift. So, Scope-Linse, wobei ihr Molga lieber die Volltrefferquote. Ja, Items werden sollen ausgetauscht werden. Pudersand war für Bodenattacken. Gut, dann kriegt die Flinkklaue vorsichtshalber Rex. Und Lucario muss ich hoffentlich nie im Kampf benutzen. Ich speichere nochmal. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Makabacha behält erstmal seinen EP-Teiler. Dann werden wir jetzt hoffentlich in diesem Part noch Geraldine besiegen. Hihihi, da bist du ja endlich. Du hast im Auge des Sturms deine Standfestigkeit bewiesen. Das lässt auf einen heißen Kampf hoffen. Komm, lass uns zusammen ein bisschen Spaß haben. Und die werde ich hoffentlich schaffen, die Geraldine. Die hat ein Fletiamo. Fletiamo, Fletiamo, Fletiamo. Das ist Level 37, das heißt, ihr höchstes Pokémon ist Level 39. Herzstempel. Macht nicht viel Schaden. Juwelenkraft. Macht sehr viel Schaden. Und Überreste heilt Nina. Ich wusste nicht, dass Nina hier sehr viel aushalten wird. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was der nächste Zug wird. Ja, benutzt Hypertrank. Weil, letztes Mal, weil, wir haben das jetzt neuerdings so gemacht. Sind wir bei Pokémon Schwarz und Weiß, war das schon so. Dass die Arenaleiter nur noch einmal ein Heil-Item benutzen. Das war sonst mal sehr nervig. Die haben immer, wenn du das Pokémon in den roten Bereich gebracht hast, haben die dann immer sofort ein Heil-Item benutzt. Was dann teilweise mal sehr nervig wurde. Vor allem bei der Top 4. Haben wir hier glücklicherweise nicht mehr, weswegen die Top 4 ein bisschen lahm geworden ist, glaube ich. Weil die nur noch 4 Pokémon besitzen. Naja. Ein Swaroness. Swaroness ist Wasserflug und da benutzen wir dann natürlich ein super Elektro-Pokémon, nämlich unser kleines süßes Emolga. Unser Leierchen. Oh, Swaroness ist sogar ihr stärkstes. Los, Funkensprung, du machst Swaroness fertig. Bam! Es hat die Attacke abgeschwächt. Nein, das heißt Daunenreigen? Was macht Daunenreigen? Denkt den Fluchtwert, oder? Nein, denkt den Angriff. Voltwechsel sollte ausreichen. Voltwechsel war, meine ich, eine Spezialattacke. Hat ausgereicht. Swaroness wurde besiegt. Und wir holen Nina. Mann, das war ja voll einfach. Weil jetzt haben wir dann nur noch irgendeinen Level 37 Pokémon, was auch immer es ist. Ein Panzereron. Ach, guck mal da, Rex. Du darfst sogar auch mal in den Kampf eingreifen. Panzereron ist nämlich ein Stahlflug-Pokémon. Niemals ausgeben, das wäre eine Beleidigung für meine Pokémon. Ich hoffe, Rex überlebt das. Ja. Da ist ja ein Stahlflug-Pokémon, das hat aber eine hohe Verteidigung. Also versuchen wir mal Funkenflug. Benutze ich natürlich ein Feuer-Pokémon, die Rex.
dass ich auch durchheile. Das ist erstmal ganz wichtig. Rex wieder heilen. Und es muss wieder Windschnitt. Wow, ein Volltreffer. Da benutzen wir doch mal einen der seltenen Hypertränke. Ich will nämlich, dass Rex die Erfahrungspunkte kriegt. Stahlflügel. Ah, die sind nicht ganz so stark. Und jetzt. Meine Damen und Herren, Rex wird Panzer-Aeron erledigen. Panzer-Aeron wehrt die Attacke ab. Leck mich. Nein, nicht den Supertrank. Nein, nicht den Äther. Doch, den Supertrank wollte ich. Wollte nicht den Supertrank. Ich hätte doch lieber Funkenflug benutzen sollen. Ich wusste es doch. Ich war mir zu sicher. Jetzt Funkenflug. Ha, und der Rex darf sogar zuerst angreifen. Gut gemacht, Rex. Mit sehr viel Heil-Items haben wir es doch noch geschafft. Und jetzt bist du auch Level 34. Auch mein kleiner, süßer Rex. Rex versucht, Flammenwurf zu lernen. Ah, warum nicht? Funkenflug hat 70. Flammenwurf ist besser und Funkenflug, ja, ist Doppelkampf sehr nett. Also Funkenflug vergessen wir. Und Rex erlernt Flammenwurf. Bacha ist jetzt auch Level 32. Ich muss mal lange mit Lucario trainieren. Diesen Kampf werde ich nicht vergessen. Es wäre schön, es war schön, gegen dich zu kämpfen. Du hast wirklich unglaublich talentiert. Der letzte Kampf, der mich dermaßen gefordert hat, ist inzwischen bestimmt schon 2 Jahre her. Du hast mich und meine Pokémon sehr glücklich gemacht. Hier hast du einen von der Pokémon-Liga offiziell anerkannten Arena-Orden. Du hast eine große Karriere vor dir. Yahoo! Melanie hält von Geraldine den Jet-Orden. Wow! Sieht sich das einer an! Mit so vielen Orden gehorchen wir alle Pokémon bis Level 70! Und hier hast du noch eine TM als Andenken an unseren Kampf! Ja, jetzt haben wir Akrobatik. Was meinst du? Treibt Professor Esche gerade! Ich habe ihr nämlich versprochen, dass sie mein Flugzeug benutzen darf. Ja, wir wissen ja, wo Professor Ash ist. Die werden wir dann im nächsten Part aufsuchen. Oh, die setzen sogar immer wieder die Kisten wieder hin. Oh, Geraldine will doch noch mit uns sprechen. Na gut, Zeit mit dem Flugzeug durch die Lüfte zu düsen. Aber wo steckt Professor Ash? Da ist er ja. Hallo? Wollen wir hoffen, dass unsere gemeinsame Nachforschung auf der anderen Seite des Berges ähnlich glatt verlaufen? Ja, du hast ganz richtig gehört. Du steigst mit mir in dieses Flugzeug. Es gibt da jemanden in Twindrick City, den ich dir gerne vorstellen würde. Leider ist es zurzeit nicht möglich, den Wendelberg zu Fuß zu überqueren. Deshalb müssen wir per Flugzeug nach Monsentiero reisen. Bis später dann mal. Wir treffen uns beim Panero City Zustelldienst. Halt, warten Sie, Professor! Sie nimmt wirklich kein bisschen Rücksicht auf andere. Okay, du kommst auch mit. Danke, dass ich danach gefragt werde, ob ich es machen will. Naja, wir werden dann im nächsten Part fliegen. Wir werden den Part auf jeden Fall erst einmal, außer jetzt treffe ich plötzlich die an, aber naja. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann!